Erkennen, Erwachen, Verändern. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr bei mir eingeschaltet habt bei Neo. Heute muss ich mich outen oder möchte mich outen euch gegenüber. Warum? Weil ich habe mich geirrt. Warum ich mich geirrt habe, darüber werden wir gleich reden. Bevor wir anfangen, ich glaube, wird einer der wichtigsten Sendungen sein. Bleibt dran, möchte ich mich herzlich bedanken bei Detlef, Elfi, Ingo, Robert, Paul, Monique, Irmbert, Oliver, Tim, Fritz und Michael. Vielen herzlichen Dank für eure Unterstützung. Und mir ist wichtig, dass ich was zurückgeben kann. Also nicht nur ein Dankeschön, sondern schickt mir bitte mal eine Mail. Weil wenn ihr mich unterstützt, da steht natürlich keine Mailadresse. Ich kann euch mal Danke schreiben. Deswegen sage ich immer in der Sendung Danke. Würde auch gerne ein Dankespräsent mal zurückschicken. Mailadresse blenden wir hier unten ein. Auch nicht vergessen, bitte Donnerstag einschalten bei Spirit. Da gibt es eine ganz, ganz wichtige Meldung. Die könnte euer Leben verändern. Dringend bitte Donnerstag einschalten. So, und jetzt kommen wir direkt rein zum Thema, warum ich mich geirrt habe. Viele in unserer Szene, so nenne ich das mal, sind ja verschiedene Erwachungsprozesse. Also viele sind durch Corona erwacht, viele sind 2015 aufgrund der Flüchtlingslüge der Regierung erwacht. Zu diesem Zeitpunkt habe ich diverse Sendungen schon gedreht, Format Schrank TV. Und immer wieder hört man oder hat man gehört, die Börse crasht, die Welt bricht auseinander. In den Kellern, in unserer Szene, sag ich mal, wurde gesagt, also eigentlich werdet ihr, wenn ihr nicht geimpft seid, keine Maske tragt, kommt da irgendwann nicht mehr in den Supermarkt rein. Also hortet mal bitte. Da haben Leute Lagerhäuser schon angemietet für die ganzen Konserven, die im Keller jetzt rotieren müssen, weil die sind abgelaufen schon. Nach 2-3 Jahren müssen das neue Sachen runterschieben in die Kornkammer. Ich weiß, das klingt jetzt ein bisschen ironisch. Warum? Weil ich habe es ja selber gemacht. Und wo liegt jetzt das Outing ganz genau? Kann ich euch ganz genau sagen. Weil seit 2007, da gab es weder Schrank TV, weder der Bestseller Die Jahrhundertlüge, die ich 2012 geschrieben habe, gab es noch gar nicht. Da hat aber Heiko Schrank schon Newsletter geschrieben. Ich weiß nicht, wer von euch seitdem mich verfolgt. Einige treue Leser sind wahrscheinlich dabei. Also ganz simpel, kein Video, kein gar nichts, kann man sich gar nicht vorstellen jetzt. Nur ein simpler Newsletter. Und zu dieser Zeit habe ich meine Gedanken, in der Regel war es damals wirtschaftlicher Art, habe ich noch als Autor bei Wall Street Online publiziert und rübergegeben. Und da ging es einfach darum, der Crash kommt. Und 2008 war ja das große Jahr, Lehman Brothers Pleite, hier die große Betrug mit der Hippo Real Estate, haben wir ja alles aufgedeckt. Damals wussten ja die wenigsten, dass die ganzen Beamtenpensionen dort hinterlegt waren. Und du stellst Fragen, Freunde, Bekannte, sagst, kennst du jemand, der ein Konto bei der Hippo Real Estate hat, mit seiner EC-Karte reinschiebt im automatisch Geld? Und nee, kenne ich nicht, war damals die Antwort. Kennst du jemanden, der jemanden kennt, der ein Konto bei der Real Estate hat? Kenne ich auch nicht. Dann habe ich die Frage damals gestellt, verstehe ich jetzt gar nicht, warum ist das jetzt eine systemrelevante Bank, wenn ihr mir gerade erklärt, keiner kennt überhaupt die Bank. Das waren Dinge, die ich damals aufgedeckt habe. Und die Leute fanden das so spannend. Und dann ging es da los, Bankenpleiten, Rettungsschirm der Länder, Griechenland und so weiter. Jetzt kommt der Crash. Und dann kamen Berufskollegen um die Uhr, die haben dann Bücher geschrieben. Nicht falsch verstehen jetzt, ich spreche grundsätzlich nicht schlecht über Berufskollegen, aber der Crash kommt. Aber jetzt, wenn der Crash kommt, jetzt kommt er aber wirklich, jetzt ist der Crash da. So, das heißt also eigentlich, und ich bin auch davon ausgegangen, also wenn man jetzt von der Börsenseite ausgeht, gibt es ja Bullen und Bären, weil letztendlich ein Bär, weil laut allen Lehrbuchsachen war es klar, die Börse muss fallen, der Euro muss crashen und es gibt so viele in unserer Branche, die sagen, jetzt wird der Euro, der ist eigentlich tot, der ist also ein Koma-Patient und so weiter. Ich habe selber Professor Hankel kennengelernt noch bei der Euro-Konferenz 2006, der Mann ist tot. Mittlerweile, der hat zu den 155 Wirtschaftsprofessoren gehört, die damals schon 99 nachgewiesen haben, dass auf keinen Fall der Euro kommen sollte. Die D-Mark muss bleiben, hat die Gründe gebracht. Also damals habe ich schon mit mich all diesen Dingen befasst. Aber letztendlich, sage ich euch, wie es ist, was ist denn passiert? Und da ist jetzt der Punkt, wo man sich überlegen muss, ist man denn auch wirklich ehrlich und kann man Fehler zugeben? Und ich gebe jetzt meinen Fehler zu. Weil wie ist die Realität?
Im Jahre 2008, wo wir alle gepredigt haben, will natürlich keiner mehr hören in unserer Branche. Die Welt bricht aus den Angeln, wie gesagt, Lehman Brothers, was da alles los war, ist ja nicht nur die Hypo Real Estate, Sachsen LB. Also zig Banken waren ja am Ende, die Gelder der Bürger waren ja in Gefahr, so wurde es erzählt und so weiter. Und der DAX war im Jahre 2008 bei 8.000. Und ich höre das jetzt schon Jahr für Jahr, aber keine Sorge, ihr wisst das, dass ich seit mehreren Jahren darüber nicht mehr publiziere. Und mein neues Buch Neo, da geht es gar nicht um diese Themen, sondern nur, zumindest nicht umsonst, Neo, der Schlüssel zur Freiheit, wie du wirklich zur Freiheit kommst. Was will ich damit sagen? Der DAX ist jetzt bei 16.000, also 15 Jahre später, nachdem man uns erklärt hat, alle in unserer Branche, jetzt musst du horten, jetzt geht's los. Naja, ist aber um 100% gestiegen. Jetzt kommen die gleichen aber wieder um die Ecke und sagen, aber jetzt ist der Zeitpunkt da. Das ist wie mit der Spielbank. Du gehst dort rein und kommt 100-mal schwarz, schwarz, schwarz. Aber es wird rot kommen. Natürlich wird irgendwann rot kommen. Natürlich wird irgendwann das Finanzsystem auseinanderbrechen. Aber überlegt euch das mal, wie lange dieser Zeitraum ist. Wie alt sind wir denn jetzt? Wie alt wart ihr vor 15 Jahren? Wenn ich aber nur in der Angst lebe, und darum geht es mir, da kann ich niemals kreativ sein. Da bin ich in der Regel auch nicht glücklich, weil Angst engt nun mal ein. Nicht nur die Gedanken schaffen Materie. Alles, mein Körper ist in Angst gehalten. Messbar im Körper. Mehr noch. Ich hatte verschiedenste Gespräche in den letzten Tagen, die auch über meine, die mich noch nicht verfolgen bei Telegram oder bei unserer App haben. Bitte abonnieren, weil dort mache ich fast täglich einen Podcast und da rede ich über aktuelle Geschehnisse. Es sind zwei Dinge passiert. Erste Sache, ein Besuch bei meinem Osteopathen, der noch ungefähr vom Dreivierteljahr, eigentlich könnte sagen, völlig fertig war, auch weil die werden uns schippen, die machen dies, die machen das. Ich kam zu ihm an, ich wurde so einer der besten Osteopathen sogar, zumindest Berlins, hat so rund um die Uhr zu tun. Und der war wie ausgewechselt. Ich habe ihn angesehen, eine Ausstrahlung hat er absurd abgenommen, sah richtig gut aus. Eine Energie, bin fast an die Wand geflogen, wo ich reinkam. Was ist los? Was passiert mit dir? Er hat komplett losgelassen. Komplett losgelassen. Ich nenne die Kanäle jetzt nicht. Reihenweise Kanäle, die ihr alle kennt, Telegram-Kanäle, alle deabonniert. Hat gesagt, ich habe es erkannt, habe aber festgestellt, bringt mich eigentlich nicht weiter, habe meine Lösung, meine Schlüsse draus gezogen, habe bestimmte Sachen in meinem Leben jetzt auch daraufhin verändert und konzentriere mich auf die positiven Dinge im Leben. Und erzählte mir von Leuten, die ich sogar kenne, was ich aber nicht von diesen Leuten kenne, die auch bei ihm sind, die nehmen alle Antidepressiva. Unvorstellbar. Da sind Typen dabei, denen geht es finanziell sogar richtig gut. Unternehmer, dachte ich, der auch. Naja, warum? Weil sie den ganzen Tag, die neueste Schreckensmacht, aber jetzt kommt mein Geld, oh weia, das wird jetzt in Werte, was mache ich mit dem Geld? Oh, oh weia, kann ich überhaupt nur Deutschland verlassen? Wird mein Kind vergewaltigt durch die Flüchtlinge? Passiert die ganze Zeit. Es ist ja wie ein Mantra. Was soll denn dabei rauskommen? Und jetzt haben wir genau den Punkt. Ich weiß, es ist sehr ketzerisch klingt. Ich weiß auch, dass viele Leute jahrelang Schrank.tv dieses Format geliebt haben, weil wir das natürlich auch bedient haben, diese Thematik, jahrelang. Aber irgendwann ist die Zeit vorbei und ich muss jetzt für mich eingestehen, dass ich in dem Bereich mich einfach mal geirrt habe. Und deswegen haben wir schon vor einem Jahr circa das Format Neo ins Leben gerufen, weil wir gesagt haben, lasst uns auf das Erkennen, nicht auf das Erkennerwachen verändern, auf das Verändern uns konzentrieren. Das machen wir jeden Tag mittlerweile. Wir sind heute am 21. Tag, weil wir eine Meditation machen, für 5 Minuten uns verbinden und die Menschen, die dort mitmachen, die haben ja jetzt schon erlebt, wahnsinnige Dinge, die sich bei ihnen im Leben verändert haben. Ich habe x-mal schon die Kommentare eingeblendet, beziehungsweise bei Telegram dort gebracht. Im Endeffekt gab es noch einen zweiten wichtigen Termin in dieser Woche. Ein Freund von mir, auch einer von der Sorte, muss ich jetzt mal leider sagen, und den kenne ich schon seit ca. 1990. So eigentlich tendenziell negativ. Also auch konnte dir alle Schlagzeilen erzählen, wie schlimm die Welt ist. Mord und Totschlag, wie hat er immer genannt? Der Messerbericht? Heiko, ich will dir ja nicht hören. Nicht der Wetterbericht, der Messerbericht. Der hat mir so jeden Tag erzählt, wie viele Leute in Deutschland von Migranten abgestochen worden sind. So, und ich habe mir gesagt, fühlst du dich jetzt gut? Und dann hat er zu mir wortwörtlich gesagt, mehrfach. Das will er bestimmt ja nicht wahr. Ich weiß, dass er zuguckt. Die Sendung tut ihm wahrscheinlich auch ein bisschen weh. Er hat wortwörtlich gesagt, es ist so schlimm in diesem Land geworden, wo bleibt der Krebs, wenn man ihn mal braucht? Das war wortwörtlich sein Satz. Naja, Krebs zugehört? Ah, interessant, da komme ich doch mal vorbei. Mit Leukämie. Also der nennt sich jetzt Leukämie, der Krebs. Verschiedene
Krebssorten. Und ich war erstaunt, wir haben telefoniert und der war wie ausgewechselt, ähnlich wie mit dem Osteopathen einen Tag danach. Super, extrem, er ist übrigens nicht geimpft, hat aber eine Empathie auf einmal für Hunde, die waren bei ihm zur Pflege, hat mir Details erzählt, so richtig schön in der Natur, im Wald, wie harmonisch es für ihn ist, dass er das alles jetzt anders sieht, in den Moment genießt, den Tag genießt, die Wärme anders spürt, sag ich mal, vorher war das alles egal, sondern nur, ich sag mal, Telegram-Tunnelblick, weil wir sind ja die Besseren, da sind ja die verblödete Masse, die ohnehin Staatsmedien hört, aber im Endeffekt ist es dasselbe, auf einer anderen Art. Es ist eine Medaille oder eine Wand, stellt euch die Wand vor und die eine Seite steht da, wir sind ja die Westler im Westen, wir sind ja die Ostler, weil unser System ist besser als eure, aber eigentlich sind es zwei Seiten einer und derselben Medaille. So, das war für mich unheimlich wichtig, diese Erkenntnisse, und in dem Fall gucken wir mal ganz kurz rein, weil es gab eine andere Person, der sehr bekannt war, Karrierist war, Politik im Normalfall, sind alle Karrieristen, die Egoisten sind, die nur nach vorne wollen, die links, rechts wegstechen quasi, um Positionen zu erhaschen. Einer davon war auch Guido Westerwelle, wahrscheinlich, sage ich jetzt mal, weil die meisten sind so drauf. Und jetzt guckt euch mal an, was er kurz vor seinem Tod gesagt hat. Was, wenn das schief geht? Und was habe ich gemacht aus meinem Leben? Habe ich das alles richtig gemacht? Was würde ich anders machen? Das ist doch, glaube ich, die große Frage, die sich jeder Mensch stellt, der plötzlich in einer solchen Situation steht. Ja, eigentlich sollte es sich jeder Mensch stellen, diese Frage. Denn das habe ich ja eben schon mal angedeutet. Ich meine, man regt sich ja über Kleinigkeiten auf, verwirft sich mit Menschen, die man eigentlich sehr lieb hat, wundert sich, wie dieser Streit jemals entstehen konnte. Und dann sagt man sich später, wie dumm warst du? Und dann hat man sich gestritten. Und hat das Schöne einfach übersehen. Und das ist etwas, was man natürlich in so einem Augenblick besonders lernt. Man lernt, die einfachen Dinge zu schätzen. Es hört sich jetzt etwas kitschig an, aber ich sage es Ihnen so. Sonnenaufgang, Sonnenuntergang. Ein schönes Gespräch mit besten Freunden, dass man die Freunde weiter pflegt. Und zwar ein Leben lang pflegt und nicht nur dann, wenn man mal eben Zeit hat. Das ist alles, das sind Konsequenzen, die man zieht. Natürlich noch viel, viel mehr. Und ich frage mich natürlich heute auch, worüber ich mich manchmal aufgeregt habe. Dann fragt man sich, wem hast du Unrecht getan? Ist da noch was glatt zu rücken? Und ja, jetzt hofft man, dass man im zweiten Leben die Fehler des ersten Lebens nicht wiederholt. Und da stellt sich für mich die Frage, kann ich jetzt Falco zitieren? Und zwar, müssen wir erst sterben, um zu leben? Müssen wir erst sterben, um zu leben? Wir müssen aber erkennen, natürlich gibt es Kräfte, die genau das wollen, die uns aufhetzen von vorne. Rechts Antisemitismus, bla 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 bla. So, die wollen nicht ja, dass es weiterhin so bleibt. Das muss ja so sein. Ich brauche ja dringendstens ein Feindbild. Der Kampf gegen rechts, der, wenn aber theoretisch einer kommen würde und sagt, Es gibt gar kein Rechts, es gibt gar keine Gefahr davon, dann würden ihre Existenzgrundlage verlieren, die würden sofort, sie würden sich auflösen quasi, ähnlich wie die Kirche, die ja dringend den Teufel braucht als Feindbild, um ihre Schäfchen ins Trockene zu bringen, aber in dem Fall ihre eigenen finanziellen Schäfchen natürlich, die anderen, die letztendlich sind verlorene Seelen, die meisten zumindest ist so. Im Endeffekt ist der Kernpunkt von all diesen Dingen, und das ist unsere Botschaft, Kreativität. Jetzt können wir uns drehen und wenden, wie wir wollen. Diese beiden Personen, über die ich gerade gesprochen habe, die sind Teil von diesem, ich nenne das mal von diesem Scherbenhaufen, der auch angerichtet worden ist in Angst über die ganzen Jahre. Wenn das Leute, ich kenne auch jemanden anderen, Bekannter von mir, der war immer entspannt, der hat gesagt, ich bin für alles offen, der hat, also ich habe nie Aktien besessen, muss ich dazu sagen, aber der hat Aktien, er hat in allen Bereichen, hat er super verdient, weil er sich nie Angst machen ließ. Der sagt aber nicht, es ist Nonplusultra, sondern er sagt, es ist wichtig, dass ich einfach mal aus der Intuition handle und nicht aus der Angst, weil jetzt sagt er das, der sagt das. Es geht nicht nur ums Geld, es geht einfach darum, dass man glücklich und zufrieden ist. Und das ist die Hauptaufgabe im Leben. Das ist unser Anspruch von dem Sendeformat. Deswegen weiß ich, dass viele gegangen sind von Schrank TV, die sagten, nö, also das ist mir jetzt aber zu positiv, was der macht. Das ist ja, nee, also ich möchte weiterhin mit dem Hammer einer raufkriegen, finde ich besser. Fühlt man sich ja, ist eine Art von Masochismus, muss man auch dazu sagen. Nicht schlimm, ist okay. Wir haben das Spielfeld verlassen und sagen, okay,
Wir sind aber dabei, den Menschen anzubieten, diesen Scherbenhaufen zu kitten. Wenn ich aber sage, nö, ich bin keine Scherbe, ich bin sowieso nicht, nehm weiter mein Antidepressiva, findet besser, dass ich mir noch wie so ein Lagerhaus anmiete für die Konserven, die neuesten, die rauskommen für die nächsten 50 Jahre, dann ist es auch okay. Andere, die aber sagen, okay, ich habe mich irgendwie nicht wohl gefühlt und freue mich, dass es einen anderen Weg gibt, dass es Menschen gibt, die diese Sachen vorleben, was wir konsequent, also ich mache es jeden Tag, 21 Uhr, egal wo ich war, und meditiere und bin dabei und gebe die Energie raus und wir verbinden uns auf der feinstofflichen Ebene. Und dann fängt man auf einmal an nachzudenken und sagt, ist ja ein Ding, wie kommt denn eigentlich das Al Pacino, The Great Father, der Pate der Paten, ein Genie als Schauspieler, jetzt über 80 ist und legt nochmal richtig los und ist dabei noch wieder Filme zu drehen. Und er wurde mal gefragt, obwohl Geld spielt gar keine Rolle für den Mann, und er wurde gefragt in einem Interview, wenn es theoretisch einen Gott gibt, also eine Art Pforte, und der kommt an und sagt, okay, bevor du eintrittst bei mir, hast du noch irgendeinen Wunsch offen? Dann würde ich ihm sagen, ja, habe ich. Wann ist morgen früh Drehtermin? Drehbeginn. Da könnt ihr selber reinschauen, das ist eine Art Doku gerade im Netz, da sagt er es im letzten Satz der Doku. So, ein Roger Waters, der fast 80 ist und über 300 Millionen auf dem Konto hat, wird angegriffen wie nichts mit Lügen, bombardiert, böse, 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 hoch, runter, haben wir ja alles schon auseinandergenommen. Er macht die Show seit 40 Jahren, dieselbe Show, The Wall. Bob Gelf hat die Hauptrolle gespielt, hat dieselben Sachen an, die 40 Jahre als antifaschistisch gelten. Aber jetzt gibt es ein paar Leute, und zwar die empört sind. Also die Empörten, wer ist ein Empörter? Na, die Empörten. Also die Empörten ziehen über ihn her, als ob er nicht Besseres zu tun hätte. Er wird gefeiert auf der ganzen Welt, in den Konzertsälen, also in Europa derzeit. Aber Deutschland, wo der Mann einfach mal 20 Mal mit dem Panzer rübergefahren, bedroht, dass man seine Bühnenshow stürmt. Na, ganz ehrlich, meint er nicht, der hat was Besseres zu tun, der Mann? Mit über 300 Millionen oder mehr noch an Tantiemen, was er alles hat, Beteiligung noch an Pink Floyd, als sich damit überhaupt auseinanderzusetzen? Und das sind nur zwei Beispiele, könnte zig Beispiele bringen, Paul McCartney und wie sie alle heißen. Also Leute, die kreativ sind, die haben so einen Spaß daran, sie sind in dem Moment. Und ich habe gestern mit einer guten Freundin gesprochen und da also hat diesen Aha-Effekt bei gehabt. Ich habe gesagt, das gilt auch für dich, obwohl du Bürokratin bist. Warum? Weil ich habe selber erlebt, du hast mir voller Begeisterung erzählt, wie du ein Glas genommen hast. Das war völlig dreckig, das hast du sauber gemacht. Richtig blitzblank gemacht, dann hat sie Ostseesand sich besorgt, richtig originalen Ostseesand mitgebracht, liebevoll den reingeführt und reingemacht ins Glas und dann hat sie Muscheln dort platziert an bestimmten Stellen und hat eine Kerze reingestellt. Sag ich, an was hast du denn da gedacht die ganze Zeit? An irgendwelche Probleme, an die Politik, an dies, an das? Nee, wieso fragst du mich? War ja da drin. Dabei, bei der Sache. Okay, hast du dich jetzt gut oder schlecht gefühlt? Na gut, toll, tolles Gefühl. Jetzt erzählt mir doch bitte nicht, dass es nicht jeder machen kann, dass nicht jeder von uns in absoluter Achtsamkeit bestimmte Dinge, was auch immer es sein mag, macht. Allein wenn du esst, wenn du die Zähne putzt, egal was ihr macht, einfach achtsam dabei zu sein. Weil es geht nur um Kreativität. Weil wenn du kreativ bist, bist du im Hier und Jetzt. Das Problem ist nur, dass die Kinder, speziell in Deutschland, nicht zur Kreativität erzogen werden, sondern zum Gehorsam. Und das ist ein Unterschied. Und wenn ich zum Gehorsam erzogen werde, dass dies und das schlimme Dinge sein müssen, und davon müssen wir uns ja alle schützen, vor dem Klima wird die Erde auseinandernehmen, der Virus wird uns alle zerstören, dann gibt es böse Gruppierungen, die ja gegen alle Menschen sind und so weiter. Und na, wie willst du denn da Glückseligkeit überhaupt finden? Das ist ja nicht machbar. Und deswegen ist unser Anspruch zu sagen, wir meditieren, wir machen eine große Meditation, diesen Monat noch. Wir hatten vor 2019 eine gemacht, 50.000 Leute waren übrigens dabei. Die Leute immer fragen, wann geht's weiter, dann haben wir ein paar Jahre Pause gemacht und letztes Jahr, vor einem Jahr, haben wir das nochmal gemacht. Und interessant finde ich eins, wenn ihr alles anschaut, Arte hat gerade aktuell eine Doku drin, die heilsame Kraft der Meditation. Interessant ist, man sagt, die USA haben ja Deutschland immer viel voraus. Wir dackeln denen ja hinterher in allen Bereichen, im Positiven wie im Negativen. Dort ist es mittlerweile so, dass, da redet man nicht mal von, da ist die Medizin und da ist irgendeine fernöstliche oder irgendeine Meditation. Das ist mittlerweile dort eins. Und zwar in den großen Krankenhäusern, die machen richtige Seasons, werden dort abgehalten.
weil die erkannt haben, dass Geist Materie verändert. Habe ich gesagt, na, das ist ja auch ein Ding. Das erzählen wir jetzt schon seit 10 Jahren, zumindest in meinen Büchern schreibe ich darüber. Und wir können uns weiter überlegen, um jetzt mal die Quintessenz rauszuziehen aus dem, aus meiner Sicht, wichtigen Sendung heute. Weiter meckern, böse, böse, Börse fällt, alles fällt alles schlimm und der Crash kommt und der Russe fällt hier ein und schlimm. Und der sich fragt, okay, jetzt falle ich tot um, weil ich einen Herzinfarkt habe, weil ich mich aufgeregt habe, dann liegt er so im Bett. Und Leute, die sich mit Toten auseinandersetzen, die Sterbebegleitung betreiben, ich habe mit so Leuten schon gesprochen, die haben mir das definitiv gesagt, es gibt Menschen, die sterben und liegen da und lachen wie ein kleines Kind. Die Haut wird rosa. Liebe Grüße an meine Freundin Renate, die mir das erzählt hat, mit einer riesen Lebenserfahrung. So, weil sie in Liebe, in Dankbarkeit, in Anmut, in Demut, in Freude einfach gestorben sind. Also stellt sich die Frage, na, wie möchte ich dann eigentlich das Leben verlassen? Und das ist einfach unser Anliegen. Und deswegen freue ich mich, dass ihr am Donnerstag mit dabei seid. Hoffe ich doch, dass ihr euch die Sendung anschaut. Und denkt bei allen immer daran, was hinter uns liegt und was vor uns liegt, ist nichts im Vergleich zu dem, was wirklich in uns liegt. Bis zur nächsten Sendung, euer Heiko.